Hallo zusammen, ich hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Speed-Level-Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um das Geburtstagsevent von World of Warcraft. Wir haben ja den 15. Geburtstag und zusätzlich noch eine ganze Weile das BG Korax Rachel, das wir hier unten finden. Und das können wir schon, ich meine, mit Level 15 anmelden. Zumindest ich konnte schon mit einem Char, den ich erstellt habe, quasi ein verbündetes Volk mit 20 anmelden. Ich denke mal, ab 15 müsste es gehen. Wie können wir da jetzt möglichst viel AP rausziehen und wie funktioniert das Ganze? Und zwar kann ich euch jetzt mal was zeigen. Ich bin jetzt gerade hier in dem BG drin und ihr seht, ich bekomme hier jede Minute 47.000 EP, auch wenn ich nur rumstehe. Und wie wir das Ganze jetzt setupen bzw. ausmaxen können, will ich euch jetzt mal zeigen. Also, als allererstes macht ihr Folgendes. Ihr meldet mit eurem Char hier unten Korax Rache an, den ihr leveln wollt. Ich rate euch, dass ihr am besten einen Char nehmt, der, ja, 70, 80, 90 aufwärts ist, denn das Scaling hier in dem BG ist ein bisschen komisch. Ja, beziehungsweise allgemein mit BGs ist es ein bisschen komisch. Heißt, in niedrigeren Leveln skalieren die BG-Erfahrung oder skaliert die BG-Erfahrung nicht so gut. Im hohen Levelbereich skaliert sie sehr gut. Man soll anscheinend hier mit diesem AV-Level-Dings-Trick von 110 auf 120 in etwa 2 bis 3 Stunden kommen können, was sehr, sehr schnell ist und dementsprechend ja, ist das schon eine sehr gute Level-Methode. Was müssen wir jetzt genau machen? Und zwar, wir laufen quasi hier in die Base und können ein paar Quests annehmen. Und bevor wir das aber machen, sollten wir uns unser Account-Gear anlegen und noch ein paar andere Geschichten holen. Das Wichtigste ist einmal, dass wir quasi Kopf haben wir 10%, Schultern 10%, Rücken 5%, da haben wir nochmal 10%, Hose haben wir auch nochmal 10%, plus beide Ringe sind wir insgesamt bei 155%. Und jetzt kommt der Hauptteil von dem Ganzen. Es gibt noch zwei Trinkets, und zwar Verteidigen der Champion haben wir hier einmal und Zurückkehren der Champion und die bringen beide als Zusatzeffekt 50% mehr Erfahrung. Heißt, wir haben 55% hier durch das Normale und nochmal 100% mehr Erfahrung in BGs, beziehungsweise es geht auch in Arena. Wenn ihr nicht wisst, wo es die gibt, und zwar eins gibt es, wenn ihr 12-mal die Goribashi Arena im Stranglethorn, also im Schlingentonnental, gewinnt und das andere gibt es, wenn ihr 12-mal die, oder was, 10-mal? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, auf jeden Fall einige Male, wenn ihr quasi auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt auch diese Arena gewinnt. Wenn euch die Erklärung nicht genau genug ist, ich habe einen relativ großen Level-Guide gemacht, wo ich das auch gezeigt habe, wo man die genau holen kann. Das jetzt bloß mal so zur Einführung. Dann holt ihr euch am besten noch hier den Geburtstagsbuff mit 15% mehr EP, dann könnt ihr euch noch das Destillat der 10 Länder holen. Das bekommt ihr in ja, quasi in Boralos oder in Dazar'alor als Hordler. Und da bekommt, oh, da kommt gerade die Horde, jetzt muss ich da ein bisschen rüberlaufen. Ja, und dann kriegt ihr nochmal 10% mehr. Alternativ, wenn Dunkelmond-Jahrmarkt bei euch noch ab ist, kriegt ihr nochmal 10% mehr, beziehungsweise dann gäbe es auch noch die Möglichkeit, dass ihr quasi ja, die Invasionen auf den zwei Kontinents dazu holt. Heißt, einmal gibt es eine Invasion ja, hier auf Kul'Tiras bzw. Zandalar, da könnt ihr euch auch nochmal den Buff holen, der eine Stunde hält. Der ist aber, glaube ich, oder ist der weg, wenn man stirbt? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall bringt ihr auch nochmal 10%. Die beiden Sachen habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Aber alleine, wo wir jetzt hier reden, habe ich jetzt schon fast wieder ein halbes Level gemacht. Ihr seht, das rattert ziemlich rein. Für was gibt es jetzt alles EP? Und zwar bekommt ihr Erfahrung für einfach nur im BG stehen. Ich mit meinen Buffs, die ich jetzt habe, sind 47.000 alle eine Minute. Ihr seht, das bin ich gerade Level aufgestiegen, einfach nur mit rumstehen, ja, quasi. Und dementsprechend geht es schon relativ gut ab. Das sind jetzt über 5% pro Minute. Könnt ihr euch ausrechnen, wie schnell ihr dann quasi auf Max-Level hochkommt. Dann das nächste, was ihr machen könnt, sind insgesamt 4 Quests, die ihr hier drin annehmen könnt. Und zwar 4 Daily-Quests. Die normalen Quests bringen keine EP, also wie ihr seht, hier ist zum Beispiel keine EP drin. Da haben wir zum Beispiel auch keine EP drin. Und hier diese Daily Quest, die haben EP. Und zwar wird jetzt hier angezeigt, dass ich 46.000 EP kriege. Ich kann euch jetzt aber schon mal sagen, dass es wahrscheinlich fast das Vierfache ist, weil der Wert, der hier angezeigt wird, skaliert nicht wirklich mit den ganzen Items und mit den Buffs, die wir haben. Ich habe vorhin eine Quest, die hat 4.000 EP oder sollte 4.000 EP bringen, laut Text, und hat dann 16.000 gebracht. Das war dann nur
vorne annehmen und hinten mit einem quatschen. Und dementsprechend bekommt man da ein gutes Stück mehr. Ich schätze, dass man da wahrscheinlich fast 200.000 EP jetzt kriegt hier auf, ich bin mit dem Char auf Stufe 112 jetzt gerade aufgestiegen. Dementsprechend kriegt man einiges mehr. Man bekommt dann noch EP, wenn jetzt zum Beispiel einer von den Hauptmännern gekillt wird oder wenn die eigene Fraktion einen von den Türmen zum Beispiel zerstört von der gegnerischen Fraktion, dann gibt es auch nochmal relativ viel EP. Und das nächste, was es dann noch gibt, wenn ihr natürlich gewinnt oder verliert, bekommt ihr richtig viel EP. Wenn ihr verliert, sind es über 50%. Und wenn ihr gewinnt, bekommt ihr sogar über 100% von einem Level, also steigt ihr einmal komplett ein Level auf. So, was könnt ihr jetzt machen, um neben den vier Daily Quests, die ihr annehmen könnt, noch EP zu farmen? Klar, ihr könnt vorne mitkämpfen und dementsprechend dazu beitragen, dass ihr das BG gewinnt. Dann kriegt, wenn ihr gewinnt, kriegt ihr einen Haufen EP. Oder wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt da nicht rumzergen, sondern ich will einfach so ein bisschen noch EP farmen, dann könnt ihr auch. Es gibt nämlich hier so eine Harpienhöhle, die ist nämlich da hinten drin. Könnt ihr auch in diese Harpienhöhle gehen und ja, einfach derweil die Mobs umklopfen und bekommt auch für die Mobs EP. Also wir können jetzt hier einfach mal so einen Mob noch wegklopfen und können dann einfach ganz normal auch für den EP kriegen. Schauen wir mal, jetzt habe ich hier 1100 gekriegt. Man muss am besten ganz in die Höhle rein, weil sobald andere Leute in der Nähe ist, schert man die EP mit denen. Also ihr müsst halt möglichst gucken, dass ihr weit reinkommt und dann kriegt ihr tatsächlich relativ viel EP. Also ich habe jetzt vorhin, wo ich weit weg war, 2k für jeden Mob nochmal zusätzlich und natürlich die bei mir jetzt 47 bzw. 48.000 EP, die man nebenbei dazu bekommt. Da müsst ihr halt selber gucken, was besser ist. Wollt ihr lieber vorne in den Zerg mitgehen oder wollt ihr hier so auf eigene Faust quasi ein bisschen EP farmen? Ja. Mich hätte jetzt tatsächlich noch interessiert, was ich für die Quest tatsächlich kriege. Hab extra eine abgeschlossen, aber die Hordler haben mir meinen NPC umgehauen. Deswegen kann ich die jetzt leider an der Stelle nicht abgeben. Jetzt porten wir uns nochmal einmal zurück und schauen vielleicht, ob wir vielleicht dennoch die Chance haben. Tudum. Einmal reingeportet. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Die gegnerische Fraktion kann euch natürlich euren Händler umhauen und dann steht ihr da und könnt quasi nicht mehr eure Quests abgeben. Aber kein Problem, im nächsten Mal, wenn ihr reinqueut, könnt ihr die Sachen immer noch abgeben. Außer natürlich die eine Quest, die ich angenommen habe, weil für die müsst ihr Rüstungsfetzen sammeln und die Rüstungsfetzen sind blöderweise weg, wenn ihr aus dem BG kommt. Jetzt kann ich euch nochmal eine kleine Statistik zeigen. Und zwar ist das, was ich schon mal für ein anderes EP-Video gemacht habe, wo ich auch BGs einbezogen habe. Und da sieht man ganz gut, ja, was wie gut skaliert mit welchem Level. Und PvP skaliert tatsächlich, also das sind jetzt hier Arenen, beziehungsweise hier haben wir BGs, da habe ich jetzt nicht so viel Daten, skalieren im hohen Level, skalieren Arenen tatsächlich relativ gut im Gegensatz zu Instanzen und Quests. Dafür sind am Anfang Instanzen und Quests besser gewichtet als BGs zum Beispiel. Ja? Dementsprechend mit hochleveligen Chars lohnt sich das, mit low-leveligen Chars würde ich dort dennoch empfehlen, Instanzen zu machen und nicht hier in Chorus Rache zu queuen. Ich kann es euch jetzt mal für den Level 1, nee, den Level 20er Char sagen, da habe ich auch hier gequeued. Da war die EP, die ich quasi alle Minute gekriegt habe, waren 260 und ich habe 40.000 EP gebracht, das war nicht mal 1%, also 0,6% waren das sowas um den Dreh rum, was ich bekommen habe von dem Level. Und hier sind es halt über 5%, was ich bekomme. Also da sieht man so ein bisschen die Relation. Und ich schätze, wie gesagt, so 80, 90 rum ist der Punkt, wo man sagen kann, okay, ab dem Zeitpunkt lohnt es sich, über BGs zu leveln. Und hier diese Rache ist halt, ja, ein BG, das was gerade ziemlich gut aufgeht. So, ihr habt gesehen, ich habe gerade hier nochmal 90.000 EP bekommen. Das lag daran, weil hier gerade noch der, glaube ich, der Turm zerstört worden ist. Und ja, ihr seht, ihr müsst da auch nicht in der Nähe oder irgendwas stehen, sondern ihr bekommt das alles frei Haus und ihr könnt theoretisch ja, da hinten die Harpien killen und würdet trotzdem alle EP kriegen. Ja, das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.